Hallo ihr Lieben, ich habe heute wundervollen Besuch von einem ganz tollen Freund und Kollegen. Hallo Leute. Das ist der Peter Flechner. Kennt ihr bestimmt auch. Zumindest die Stimme. Schreibt es in die Kommentare, wen ich alle spreche. Ja, wird eine lange Liste. Und wir beide kennen uns seit fast 40 Jahren. Nein, genau. Also wir haben vor 27 Jahren zusammen Theater gespielt und kennen uns seit fast 40 Jahren. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit wegrennt. Ja, wir haben ja auch beide früh angefangen. Ja. Früh übt sich. Ja. Und ich habe ihn immer bewundert, dass er immer Theater gespielt hat und schon gedreht hat. Ein Mann will nach oben und sonst was, diese ganzen Sachen, so wo ich noch jugendlich aber war. Aber guck mal, Theater hast du ja auch viel gemacht. Habe ich auch schon viel, das fand ich auch immer toll. Wir haben uns immer gegenseitig auch besucht im Theater. Wollte ich gerade sagen, wir haben uns auch immer besucht. Wir waren auch fleißig Theatergänge und haben die Kollegen auch besucht. Und dann treffen wir uns oft auf Premieren. So. Ja! Und das immer noch. Jetzt in Corona-Zeiten weniger, aber ab und zu. Ja, weil es ist irgendwie trotzdem auch irgendwie wie eine Family, ne? Es ist wie im Synchron eine große Familie und die Theaterfamilie ist ja noch größer. Richtig, richtig. Ja. Weil die sieht man jahrelang manchmal nicht und dann siehst du die wieder und hast jeden Tag mit ihnen zu tun. Du weißt es ja, so ein Ensemble ist ja wie eine Familie, siehst du mehr als deinen Lebenspartner. Ja. Jeden Tag und du redest über private Sachen am Theater und alles und Ja, das ist ja auch... Das ist familiäre. Oder zum Beispiel auch, wenn man auf Tournee ist, ja, sagen wir mal drei Monate am Stück ist man irgendwo unterwegs, im Bus, an jedem Tag in einer anderen Stadt. Und dann sind die ganzen Kollegen, das Team, sind ja praktisch wie eine Ersatzfamilie, nicht? Die man irgendwo zu Hause hat oder so, weil die hat man ja während der Zeit nicht. Und du hast bloß Pech, wenn so ein Stinker dabei ist. Ja. Die ganze Tour dann meckert und zetert. Dann manchmal ist ein Miesepeter, der die ganze Truppe versaut. Die ganze Truppe. Genau. Aber manchmal hat man auch Glück und dann ist das richtig, richtig schön. Und dann kullern Tränen, wenn man dann wieder auseinandergehen muss. Und verspricht sich, man sieht sich und meldet sich, wie so eine Urlaubsfreundschaft. Aber das Schöne ist eben, wie gesagt, weil wir wie eine große Family sind, wenn man sich dann manchmal selbst nach Jahren irgendwo wieder sieht, bei einer Premiere oder irgendwo im Studio und dann, Mensch, dann werden sofort die Erinnerungen wieder wach und so. Genau. Das ist so schön. So geht es mir mit dir und so geht es mir mit Luisa. Mit Luisa Luno habe ich auch Theater gespielt. Richtig, und wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählen wir uns von unter den Lettern des Migränenwaldes bei den Vaganten damals. Ach Gott, da war ich ihr Liebhaber. Ja. Wo haben wir zusammen gespielt? Im Hansa-Theater haben wir zusammen gespielt? Mit Luisa. Ja. Und auch hier bei der Katja Notke, glaube ich mal, im Karma-Theater. Na, Katja hat, glaube ich, immer noch ihre kleine Bühne da. Ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt ewig nicht da gewesen. Katja Notke, eine ganz tolle Schauspielerin, auch im Synchron begnadet und die aber dann lieber Theater machen wollte und ein eigenes Theater. Und die Bühne ist eigentlich auch ihr... Das ist eigentlich haben sie das auch bloß... man hat halt so ein gutes Beibrot nebenbei, dann so im Synchron. So. Ja, und das ist ja auch relativ selten, dass man wirklich immer kontinuierlich Anschluss hat. Ja, wenn ein Stück zu Ende ist, fangen die Proben wieder fürs neue Stück. Warst du jemals fest im Ensemble? Nee. Ich auch nicht, war immer frei, also immer so als Stück. Ja, und bei mir, denke ich, war es auch oft, wenn sie gesagt haben, ich bin kein Typ für ein Ensemble, mich kannst du nicht in jedem Stück besetzen. Aber da, wo so eine Figur gesucht wird, wo ich für passe, das heißt, ich habe immer die Möglichkeit gehabt, Gastspiele zu machen, Tourneen zu machen, wo eben so ein Typ gefragt war, wo ich dann auch nicht so viel Konkurrenz hatte. Also hier, sagen wir mal, Romeo und Julia, einen Romeo zu spielen, einen jungen, attraktiven Schauspieler, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, gibt es zuhauf. Aber Gott sei Dank. Intriganten aus der Seite. Ja, oder eben so irgendwelche schräge Nebenrollen. Oder diese Buffo-Rollen. Halt. Ja. Also, diese Komiker immer. Und da gibt es dann nicht so arg viele. Und dann, wie gesagt, ich habe dann ja immer gut zu tun gehabt, aber eben nicht als festes Ensemble an einem Haus. Wobei ich sagen muss, hier die Berliner Jugendtheater, Berliner Kammerspiele, da wo ich 14 Jahre gespielt habe, aber das war natürlich auch, weil das eben Kinder- und Jugendtheater war und die haben natürlich explizit auch Stücke gesucht, also Kinderstücke. Und dann war eben Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Und da er so jugendlich wirkte und heute auch noch so wirkt, hat er halt natürlich immer die ganzen jungen Rollen noch gespielt. Alle drum und runter spielen, Das, was vorher Joachim Tennstedt gespielt richtig. Hat am Kammerspiel. Ja. Also die ganzen Jugendrollen. Und so. Aber Hitschke, glaube ich, auch schon noch am Kammerspiel. Die haben ja damals zusammen, was haben die auch gemacht hier? Hat er nicht sogar da ja seinen Spitznamen von den Kammerspielen? Gibt Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Deswegen entstand Hucky der Spitzname. Ne? Genau. Richtig, ja. Auch ein toller Kollege. Ja, und wie gesagt, wir sind ja alle auf der Bühne groß geworden. Das ist schön, das ist schön. Ich denke, das ist auch eigentlich ein gutes Fundament für die Arbeit im Synchronstudio. Nicht? Also man merkt,
Ich finde, man merkt oft schon den Unterschied, ob man jetzt so als Kind reingewachsen ist und durch die Anime-Serien gegangen ist. Die sind nicht schlecht, also da gibt es auch sehr gute bei. Ja, aber ja, so bestimmte spielerischen Sachen, dass du plötzlich diese Brüche auch so machen kannst, das ist schon diese Theatererfahrung natürlich und das Schauspielersein. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass im Grunde der Begriff Synchronsprecher Synchron- oder Sprecherin falsch ist. Wir sind Synchronschauspieler bzw. Synchronschauspielerin, weil wir nicht einfach nur einen Text sprechen, sondern eben Situationen spielen. Ne? Ja, du kennst das wahrscheinlich. Du kennst das wahrscheinlich auch, dass manchmal Leute, meine Freundin hat gesagt, ich habe eine tolle Stimme, ja, ich könnte da auch mal was machen und so. Ja. Und dann kann man immer noch sagen, die Stimme reicht nicht. Du musst es spielen. Und da ist die Stimme völlig egal. Du kannst mit der noch so schrägen Stimme Karriere machen, wenn du es geil spielst. Richtig, ja, ja. Weil also im Leben sind, gibt es ja Leute auch mit schrägen Stimmen. Ja, also zumindest was den Synchronbereich. Ansonsten gibt es ja viele Sachen, wo man eigentlich nur gute Sprecher braucht. Für so Overlays, Dokumentationen oder sowas. Da musst du einfach Leute mit einer tollen Stimme haben, die aber eben auch gut sprechen können. Also auch die artikulieren können. Ne? Aber da kommt und den Sinn, so, den Sinn in diesen langen Dingen. Aber da geht es eben nicht um dieses Spielerische, sondern da geht es eben wirklich mehr in erster Linie um gute Sprache. Ja. Machst du Hörbücher eigentlich? Habe ich auch schon gemacht, ja. Wir sind gerade raus, sind welche rausgekommen, ich glaube von Hörbuch Hamburg haben wir gemacht. Eine neue Aufnahme hier von Ottfried Preußler, Die kleine Hexe, Der kleine Wassermann das schön, und Das kleine Gespenst. Und du liest alles allein? Nein, ach stimmt, nee, das war ein Hörbuch. Das ist ja Hörspiel dann, ne? Hörbuch habe ich damals gemacht. Ich hasse ja Hörbücher. Zwei Hörbücher gemacht, es ist so viel Arbeit. Lübe. Und da weiß ich auch, da war ich in Köln. Und boah, das waren 120 DIN A4 Seiten. Mhm. Und da haben wir dann am Stück die Dinger auch runtergeknüppelt mit einer kleinen Kaffeepause. Ja, du machst ja auch ohne Regie, du nimmst ja meistens ja den Tonmeister nur auf. Und irgendwann merkst du, da fangen die Buchstaben von den Augen an zu tanzen. Also, das ist schon. Muss das ist man aber nicht. Auch eine Übungssache. Weil ich weiß, im Nebenatelier war die Andrea Sawatzki, die ja ganz viel Hörbücher macht. Und das ist ja unglaublich. Während wir da, was weiß ich, glaube 60 Seiten oder so gemacht haben, hatte die dann das doppelte Pensum. Nee, und immer, wenn wir Pause machten und waren draußen, habe ich durch die Glasscheibe gesehen. Also, aber sie hat sich bestimmt vorbereitet, weil ich muss mich auch vorbereiten dafür. Für das Spiel auch, aber für Hörbuch, weil du ja alleine mit den Stimmen arbeiten musst und wer hat welche Stimme. Und da bewundere ich natürlich Freunde wie David Nathan, der ein Buch nach dem anderen liest und Prima Vista fast liest, was ich nicht könnte. Weil nee, ich muss mich auch vorbereiten. Ich muss einmal einstreichen, so Pausen ungefähr, wo was. Und da kommen wir wieder vom Theater, ne, mit einstreichen. Aber deswegen, wie gesagt, trotzdem die größte Bewunderung, wenn jemand das so über Stunden diese Konzentration auch halten kann. Also, wie gesagt, Chapeau, aber da gibt es ganz, ganz tolle Kollegen auch. Ja! So viel zum Bereich Theater. Ja, und ich hoffe, dass wir ganz bald auch vielleicht wieder selber auf der Bühne stehen können. Das hoffe ich auch, weil ein bisschen Drehtage wünsche ich mir nicht. Ich habe ja auch gedreht früher und so. Muss nicht sein, aber so ein richtig tolles Theaterstück, da hätte ich auch mal Lust zu. Richtig so, was knackig mit einer schönen Rolle, da hätte ich Lust zu. Also drücken wir mal die Daumen. Vielleicht klappt es nochmal, vielleicht wir beide sogar nochmal zusammen. Ja, wer weiß, was die Jahre Premiere. Kommen wir gegenseitig in die Premiere. Jawohl, suchen wir uns. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.